Hallo meine lieben Natural Lifestyle Freunde, hier ist wieder Carmen und ich möchte heute euch nochmal erzählen, wie das eigentlich mit der Praxis funktioniert, mit der Praxis zu vergeben. Ganz, ganz wichtig ist, sich dabei klarzumachen, dass es nicht darum geht, jemandem anderen zu vergeben, sondern sich selbst zu vergeben. Und dafür müssen wir eins wissen. Ich kann nur durch diese Augen in diese Welt sehen und alles andere sehen außer mich selbst. Ich schaue aus mir also heraus und gucke in die Welt. Aber wenn ich mich selber sehen will, dann merke ich, ich kann mich nicht sehen. Dafür habe ich aber alle anderen in dieser Welt, jede andere Form, die etwas von mir widerspiegelt. Und bei den Formen, mit denen wir so zu tun haben, die mit uns resonieren, in Resonanz gehen, was heißt das? Sie klingen in uns wider. Da gibt es eine Schwingung, ja, eine Bewegung. So wie wenn du einen bestimmten Ton singst und die Gitarre, der Resonanzraum der Gitarre, ja, eine Saite wird mitgeschwungen und der Resonanzraum der Gitarre gibt den Ton dann wieder. So funktioniert es auch bei uns. Und die Formen, mit denen wir in Resonanz gehen, die zeigen uns denselben Ton, der in uns wieder klingt, ja. Der wird angeklungen und dann wissen wir, ach so, okay. Diese Tonlage, die mein Gegenüber gerade spielt, die klingt in mir wieder, trifft auf Resonanz. Und das bedeutet, dass wir es in uns drin genauso haben. Und wenn wir feststellen, Und dann stellen wir zum Beispiel fest, oh ja, das mögen wir mögen die Person, da gehen wir in Sympathie auch, ja, finden wir sympathisch. Dann gibt es aber auch die andere Seite, wo wir sagen, das ist aber nicht okay. Aber diese Sache klingt in uns auch wieder, ja. Das ist aber nicht okay, fühlen wir. Da sagen wir so, nee, so geht's aber nicht. Und dann denken wir, der andere ist zu beschuldigen. Der andere macht da gerade was falsch. Und in uns drin klingt es aber wieder. Wir haben zu uns irgendwann mal gesagt, ja, so geht das aber nicht. Und haben uns damit selbst verboten, das so zu tun. Und interessant dabei ist, meistens ist es so, dass das, was mit uns im Außen resoniert und was wir nicht möchten, was der andere tut, das tun wir selber. Und dafür, ganz tief in uns drin, verurteilen wir uns. Weil wir irgendwann mal gesagt haben, ja, so geht das aber nicht. Und um wirklich vergeben zu können, ist es wichtig, Achtsamkeit walten zu lassen. Achtsamkeit in Bezug auf uns selber. Wie reagiere ich innen auf mein Außen? Wie reagiere ich auf meine äußeren Spiegel? Das ist ganz, ganz wichtig. Hallo Amina. Und wenn wir das nämlich machen, dann hören wir auf mit dem Du-Finger auf andere zu zeigen und schauen, aha, wie reagiere denn ich gerade auf das, was im Außen gerade kommt. Und ja, es ist wichtig, diese innere Arbeit zu tun, um dann über diese Achtsamkeitsübung zu merken, wo liegt bei uns eigentlich der Hund begraben. Das heißt, wo habe ich irgendwann mal zu mir selber gesagt oder geglaubt, dass jemand anders es zu mir gesagt hat, so ist es nicht okay.
das ist falsch, das ist zu bestrafen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele, viele Menschen auf dieser Welt, eingeschlossen ich selbst, sind so unglücklich und im Unfrieden, im Krieg mit anderen, genau weil wir sagen, das geht aber nicht so. Und zeigen mit dem Schuldfinger auf die anderen. Und sagen dann, oh, das ist ja unmöglich. Und wenn wir aber in die Achtsamkeit gehen und zurückkommen und in uns selber schauen, was geht denn da nicht? Was genau ist es denn, was da nicht geht? Dann kommen wir immer weiter, immer ein Stück weiter zurück an unser eigenes Urthema, an den Grund der ganzen Geschichte. Und dieser Grund hat dann nichts mehr mit dem Außen zu tun, sondern mit unserem Inneren. Und da, wenn wir das gefunden haben, können wir dann auch in die Vergebung gehen. Wenn wir sehen, oh mein Gott, oha, ich habe mir verboten, so und so zu sein. Ich habe mir verboten, das und das zu sagen. Ich habe mir verboten, so und so mich zu verhalten, weil ich Angst habe oder hatte, dass ich zum Beispiel nicht liebenswert dann bin, wenn ich da Aufrichtigkeit lebe. Und habe mich selbst damit beschnitten und habe das sozusagen in den Schatten verbannt. Und habe das nun verurteilt im Außen. Und wenn man das dann erkennt, dann kann man wunderbar mit der Ölemischung Forgiveness arbeiten, jetzt im April, im Vergebungsmonat, sich das auf sein Nabelchakra auftragen, im Uhrzeigersinn, und sich ganz bewusst machen, ja, okay, ich habe es erkannt und jetzt vergebe ich mir dafür. Die Formen kommen und die Formen gehen, die Verhaltensformen, die Gedankenformen, die Emotionsformen. Und wir selber, wir bleiben geupgradet. Also Achtsamkeit ist die tägliche Übung. Achtsamkeit, wenn wir merken, wir tun schon wieder den anderen, versuchen verantwortlich zu machen für etwas, was in uns selber aber liegt. Wir können uns nur selber den Frieden bringen. Wir können nicht sagen, hier, du, hör mal auf, den Krieg zu machen. Nein, wir müssen in uns aufhören, den Krieg zu machen und in den Frieden wechseln. Die Eigenverantwortung, das ist ganz wichtig. Und die können wir nur übernehmen, indem wir achtsam unsere Themen innerlich aufspüren und zum Grund gehen, woher etwas kommt, warum wir mit der Außenwelt so und so resonieren und das erlösen. Und dann kommen wir auch in unseren Frieden. Also ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Meldet euch gern bei mir. Wir können zusammen auch da durchgehen. Gemeinsam als Team. Vier Augen sehen ja mehr als zwei, ne? Zum Beispiel. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Seid mit euch, immer mit euch. Das ist das Allerwichtigste. Lasst euch nicht ablenken. Zurück zu euch. Nach innen, in den Fokus. Auf das Wesentliche. Bis bald.